In diesem Video werde ich jetzt kurz erklären, wie ich bei einem Wiegestreuer eine Abdrehprobe durchführen kann. Das ist dann nötig, wenn ich mit sehr kleinen Ausbringmengen fahre oder aber keinen Fließfaktor in der Datenbank hinterlegt habe. Dafür zeige ich jetzt einmal im ersten Schritt, was die Arbeitsvorbereitung ist, bevor wir dann an die Durchführung gehen. Das heißt, es ist notwendig, dass wir einmal die Scheibe abbauen. Das heißt, oben schön über den Griff kann ich eine zentrale Schraube lösen. Sobald die runter ist, kann ich die Scheibe nach oben drücken, im Zweifel etwas verdrehen. Und runternehmen. Anschließend sieht man jetzt auch schön hier hinten die Bohrung. Da bringe ich die mitgelieferte Zuführrutsche an. Am besten einmal erst ansetzen und anschließend oben den Gummieimer überprüfen, dass der auch sauber anliegt. Das heißt, wirklich gucken, dass der Gummi in diesem Zuführtrichter sich befindet, damit der nicht nach hinten wegklappen kann. Gerade ausrichten, Schraube fixieren und anschließend nur noch den Auffangbehälter anbringen. Soweit zur Arbeitsvorbereitung am Gerät. Nachdem wir jetzt hinten am Streuer alles vorbereitet haben, müssen wir einmal ins Einstellmenü. Das heißt, wir blättern auf die zweite Seite und haben dann oben rechts unsere Düngereinstellung. Da wähle ich jetzt zunächst aus der Liste ein Produkt aus oder einen Speicherplatz aus, den ich belegen möchte. Ich kann ihn anschließend auch frei benennen. Nehmen wir mal Geigermonsalpeter. Einfach KS. Wir hätten jetzt den Fließfaktor 1. Und wenn wir den nicht so korrigieren können, gehen wir einmal auf Abdrehprobe. Dabei werden jetzt die Stellzylinder einmal initialisiert. Sie fahren also ihre Nullposition an, um sich dann einmal neu auszurichten. Wenn das erfolgt ist, wähle ich aus, auf welcher Seite ich das durchführen möchte. Das heißt, ich wähle jetzt die linke Seite. Der Schieber fährt jetzt auf eine vorkalibrierte Position. Anschließend, ganz wichtig, Zapfwelle mit einschalten und einfach nur noch Start drücken. Anschließend warte ich eine gewisse Zeit, so um die 15-18 Sekunden, bis auch der Stopphinweis kommt. Sobald der Stopphinweis kommt, einmal Stopp drücken, den aufgefangenen Dünger wiege ich jetzt aus und gebe die Menge hier ein. In unserem Fall waren es 18,5 Kilo. Die gebe ich ein, das System berechnet automatisch den Fließfaktor und schon bin ich fertig.